Ich fahre schnell Radler holen. Also keine Radeln, sondern Radler, weil ich Durst habe und bei der Hitze immer gern ein kühles, alkoholfreies Radler trinke. Alkoholfrei deswegen, weil Alkohol schlecht für meinen Kopf ist. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Um was geht's heute? Heute muss ich leider YouTube kritisieren. Und deswegen bin ich gar nicht sicher, ob das Video so kommt, wie ich es aufnehme. Was ist geschehen? Und zwar mache ich erstmal die Fenster zu. Was ist geschehen? Geschehen ist Folgendes. YouTube hat die Geschäftsbedingungen ein bisschen verändert und schaltet Videos beziehungsweise schaltet Werbung auf Videos gar, wie sie es wollen. Vorher hast du das selber einstellen können. Monetarisierung, ja, nein. Video mit Werbung schalten, ja, nein. Vorher, in der Mitte vom Video und nachher mit Einblendungen, dann mit Video, also beziehungsweise Werbung, Unterbrechung, dass du quasi die Werbung skippen hast können und ausschalten können, dann ist das Video weitergegangen. So, mittlerweile haben sie es so geändert, das habe ich gestern gemerkt, als ich mein KTM-Video geschnitten habe. Übrigens, mein Muskelkater geht es wieder besser, danke. Und jetzt ist es so, wenn du Monetarisierung anklickst, sodass du Werbung schalten kannst, und nicht, dass du jetzt ja Geld damit verdienst, sondern dass dein Video höher geratet wird und ein bisschen weiter nach oben kommt, nicht zu den Top 100 oder was das sind, sondern halt, es wird weiterempfohlen, weil die ja mit dir Geld verdienen wollen, das ist okay. Da hast du angegeben, oder ich habe dann immer angegeben vor dem Video und vielleicht noch zum Schluss, wenn jeder abschaltet, auch noch. Das ist jetzt so noch möglich, aber die haben jetzt auch, die schalten jetzt auch Werbung in der Mitte vom Video. Also es gibt ein Pre-Roll, ein Mid-Roll und ein End-Roll. Und dieses End-Roll, ich sage immer After-Roll, aber After-Roll ist eigentlich Klopapier. Also End-Roll und das Mid-Roll habe ich immer ausgeschalten, weil mich das stört, wenn mittendrin im Video einfach Werbung kommt. Jetzt ist es so, dass dieses, wenn du die Monetarisierung anhast, ist es so, dass das Mid-Roll, also in der Mitte vom Video, automatisch angehakt ist und du kannst das nicht weghaken. Das heißt, ich habe das jetzt beim KTM-Video mal gemacht und will ja mal sehen, es kommt heute noch raus, ich will ja mal sehen, wie sich das verhält, ob da wirklich in der Mitte dann Videos kommen. In der Mitte vom Video dann Werbung kommt. Und ich will das eben mal selber mal anschauen. Konsequenz daraus wird sein, dass ich alle Monetarisierungen, alle Werbungen abschalten werde. Das heißt, dieses Video müsste schon werbefrei laufen. Und alle Videos, die jetzt kommen, werden ab sofort ohne Werbung schalten. Warum mache ich das nicht mit den alten Videos? Weil es sind mittlerweile über 210, glaube ich. Und ich müsste jedes einzelne Video anklicken und die Monetarisierung abschalten. Und das ist, finde ich, elend viel Arbeit. Und deswegen würde ich die noch laufen lassen als also mit Werbung und alle neuen Videos werden ab sofort ohne Werbung kommen. Einfach so, weil ich es kann. Dann werde ich zwar noch mehr Abonnenten verlieren, ich verliere momentan ziemlich viele Abonnenten, aber das ist für mich irgendwo klar, weil momentan recht wenig kommt. Und dadurch werden meine Videos auch weniger weiterempfohlen, weil eben keine Werbung mehr kommt. Aber egal, ist mir wurscht. Ich mache das ja nicht, um Geld zu verdienen, sondern ich mache das als Spaß an der Freude. Und die vergeht mir immer mehr. Denn auch YouTube hat auch zum Beispiel
langsam aber sicher, schleichend geht es, übernehmen die amerikanisches Recht bei uns. Das heißt, wenn du ein Video einstellst, musst du vorher anklicken, ob das für Kinder ist, ob das vulgäre Sprache hat, ob das Nacktheit zeigt und so weiter. Und auch wenn ihr Nacktheit bei mir gern mal sehen wollt, nee, lieber nicht, muss ich das anklicken oder eben einen Haupthaken setzen, keins von dem. Und dieses keins von dem ist dann so, dass das halt immer noch überprüft wird, aber nicht mehr manuell irgendwie. Also ja, mir sind ja schon Videos, also nicht gesperrt worden, sondern mir sind Videos schon verweigert worden, dass ich damit Werbung schalten kann, weil ich vulgäre Sprache gehabt habe. Was ist denn eine vulgäre Sprache? Vulgäre Sprache ist für mich das berühmte F-Wort. So, wenn ich das jetzt hier sage, kann es sein, dass mir die sagen, Werbung ist, darf nicht. Da das sowieso nicht mehr beworben wird, das Video, kann ich es ja jetzt eigentlich sagen. Genauso ist so in Amerika, die sind im Endeffekt, die haben eine unglaubliche Doppelmoral. Da können Kinder Filme anschauen, wo Leute irgendwelche Schädel weggeschossen werden. Aber sobald eine nackte Brust irgendwo erscheint, dann zensieren sie es einfach. Bestes Beispiel Justin Timberlake mit LaToya Jackson, glaube ich, war das, wo er ihr dann die Bluse aufgerissen hat, mitten im Live-Event. Und das war der Skandal schlechthin. Ein Bekannter von uns, also ein Freund von uns, der ist Amerikaner und der war im Januar da und der hat es nicht fassen können, was bei uns im Vorabendprogramm läuft, was man da alles sieht, was man da alles hört. Sagt er, das würde in Amerika alles weggepiepst. Das SCH-Wort, das F-Wort, das ist bei uns im Vorabendprogramm, das kommt bei uns in der Werbung. Liebesspielzeug kommt bei uns in der Werbung. Der hat das überhaupt nicht fassen können, weil das ist für ihn völlig unvorstellbar als Amerikaner, dass sowas im Fernsehen läuft, dass man da Nacktheit sieht. Die brüden Amis. Ja? Und das Problem ist, dass YouTube das immer mehr als amerikanischer Konzern, immer mehr auch in Europa und auch in Deutschland dieses amerikanische Recht durchsetzen will. Und mich kotzt es an, mich nervt es einfach bloß noch. Ich suche eine Alternative zu YouTube und es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, es gibt einen französischen eine französische Plattform und die werde ich mir mal anschauen. Ich glaube, ich werde mich von YouTube verabschieden. Genau wie Instagram. Instagram macht im Endeffekt, jedes zweite Post ist mittlerweile Werbung. Nein, da habe ich keine Lust mehr dazu. Ich will zwar Wirtschaft unterstützen, aber das machen sie ja nicht, weil es ihnen schlecht geht, sondern sie machen das, weil sie Gewinnmaximierung machen wollen. Sie wollen ihren Gewinn maximieren. Das ist ja nicht so, als würden sie keinen Gewinn überhaupt mehr einfahren, sondern eine Gewinnmaximierung mache ich nicht mit. Schreibt mir eure Kommentare bitte unten in die Meinungen. Nein, eure Meinungen in die Kommentare und was haltet ihr davon? Wird es Focker noch geben auf YouTube? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht mehr lang, weil mich nervt es einfach bloß noch. Dieses Durchsetzen von amerikanischem Recht in Deutschland. Deutsches Recht hinher, dass man Kinder schützen muss und so weiter, alles klar, aber diese, wie soll ich sagen, diese Knebelung von Recht, die uns Europäern einen Scheißdreck angeht, bloß weil die Amerikaner das so machen wollen, sollen sie es tun, aber ohne mich. Ich werde mal schauen, wie es weitergeht. So, glaube ich, wie es bisher war, wird es nicht mehr sein. Schauen wir mal. Also. Und in die Kommentare. Daumen rauf, Daumen runter. Mir völlig egal. Beworben wird es ja sowieso nicht mehr. Ich verdiene sowieso kein Geld mit YouTube, weil ich das ganze Geld, was ich bis jetzt in YouTube eingenommen habe, ja, immer wieder spende. Und das werde ich weiterhin machen. Das werde ich halt privat machen. Also nicht mehr von Einkünften ab. Abhängig machen. Es gibt ja jedes Jahr ein Fazitvideo von meinem Kanal. Da wird genau geschaut, was habe ich verdient, was habe ich gespendet.
nichts übrig geblieben. Alles, was ich gekauft habe, ist aus meiner Tasche bezahlt worden. Alles, was ich gemacht habe, ist aus meiner Tasche gezahlt worden. Außer einer Mütze, die da beim letzten Test oder vorletzten Test, habe ich bis jetzt noch nichts geschenkt bekommen. Und diese Mütze, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, weil ich glaube, ich werde sie trotzdem bezahlen. Das sind 20 Euro oder was. Scheiß drauf. So, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hole mir jetzt einen Radler. Oh, eine Kiste alkoholfreien Radler. Lecker. Servus, sagt Locker, euer Fokker.